was in diesem Video geschehen wird. Oh mein Gott, was geht hier ab gerade? Ey, das ist die krankeste Runde ever, guckt euch das an. 3 Kills in 3 Sekunden einfach. Wir haben keine Chance, alle tot, 21 Kills. Reißt sich zusammen, Wannabe, das kann einfach eine 24er Runde werden. Ja, das war's, Leute, das können wir vergessen. Wow, er schießt alles runter. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit, ich habe die Level 200er Marke geknackt. Das heißt, ich habe den ganzen Battle Pass voll. Das heißt, jeden einzelnen Skin, alles, was ich freischalten konnte. Und deswegen machen wir heute die Max Battle Pass Challenge. Oh Gott, mir fliegt alles weg. Ich habe Wasser ausgekippt. Oh mein Gott, ich habe es doch nicht, weil es leer ist. Oh mein Gott, warum? Kommen wir zur Challenge. Nach diesem kleinen Malheur, was gerade passiert ist, was einfach meinen ganzen Schreibtisch unter Wasser gesetzt hat. Und zwar dürfen wir heute nur mythische und goldene Waffen benutzen. Und deswegen gehen wir bei Frenzy Fields runter. Ja, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, warum holt ihr keine mythische Waffe am Anfang? Das Problem ist halt, ich darf wirklich nur Gold und mythisch benutzen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ranzukommen ist über Schlüssel oder halt upgraden. Oh Gott, der ist direkt da reingeflogen. Ich wollte da reinfliegen. Ich wollte doch Schlüssel haben. Egal, wir machen das hier oben einfach. Komm, gib mir eine Waffe. Hast du eine goldene? Nein! Oh mein Gott, tschüss! Er ist schon hinter mir. Oh mein Gott, er hat doch direkt alles, was er braucht. Ich muss hier weg. Komm rein. Ich hab's geschafft. Du kriegst mich niemals, du Loser. Was ist das bitte hier? Was geht hier gerade Krankes ab? Ich komm wieder, Mann. Wie der Terminator. Und dann wirst du sehen, was du davon hast, Junge. Okay, das startet gar nicht so, wie ich gedacht hätte. Wollte eigentlich die Waffe upgraden und dann sofort ein paar Leute ausschalten. Aber das können wir jetzt irgendwie knicken. Oh nein, hier ist auch schon jemand. Ey, was passiert denn hier gerade? Wir müssen den Slurptruck benutzen. Heiliger Slurptruck, heile mich. Problem ist, der gibt, glaube ich, nur 100. Kann das sein? Ich dachte mal, der gibt 200. Ja, okay, der halt nur 100. Ist halt nur cool, wenn du wirklich voll bist. Egal, kurz Baustellenarbeiter geworden. Können wir das schaffen? Jo! Wir schaffen das. Und jetzt gehen wir zur Tankstelle, könnten wir theoretisch. Da kann man auf jeden Fall auch eine Waffe upgraden. Wenn wir noch einmal upgraden, sind wir sofort auf Gold. Wir haben ja schon Lila. Ich werde diesmal nicht reinfahren, weil ich will nicht explodieren. Ich finde noch irgendwas anderes hier. Schlüssel oder sowas. Komm, mach hin, die sterben alle. Aber stimmt gar nicht, er ist 7 Leute tot. Okay, was sollen wir upgraden? Ich hätte voll Bock, die SMG einmal abzugraden. Wir machen aus der blauen einfach eine Lila und aus der Lila eine goldene. Let's go. Ach komm, die Sniper nehmen wir auch noch mit. Ich will jetzt nicht alles upgraden, weil es uns echt langweilig ist, weil ich habe diesmal wirklich viel Gold am Start. Wir schmeißen die Sachen mal weg und benutzen einfach diese beiden Waffen hier. Und im Verlauf der Runde können wir immer noch upgraden. Ich werde diese Werkbank oder Upgradebank auf jeden Fall nicht mehr verwenden. So, den schnappen wir uns jetzt gleich. Einmal durchheilen, da kommt schon der erste Gegner. Und Luft anhalten. Oh Gott, ich kann so lange die Luft nicht anhalten. Ich wollte auf cool machen. Einfach wie so ein Sniper die Luft anhalten. Kurz durchheilen und dann schnappen wir uns diese kleinen Gangster. Oh, ich will unbedingt noch mythische Sachen haben. Wo ist denn der jetzt? Der sah irgendwie ein bisschen schwitzig aus. Hallo? Hallo? Immer dasselbe, diese kleinen Schisser. Ey, jetzt kommt der wirklich raus. Der war im Busch drin. Du kleiner Buschkrieger. Oh, ich bin so schlecht. Wir rushen den jetzt einfach. Zeig, was du drauf hast, SMG. Neue Lieblingswaffe. Die gefällt mir ja richtig gut. Hey, wo kommt der denn her? Die haben mich einfach schon umzingelt. Aber guck mal, auf was für eine Range das bitte geht. Also ich sag euch ehrlich, die Kampfmaschinenpistole habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Könnte die most underrated Waffe in meinem Kopf gewesen sein. Ich sag euch, ich habe mit der nie gespielt. Ich dachte, die wäre voll schlecht. Dabei bin ich voll schlecht. Richtig. Wir könnten jetzt rein nach Frenzy Fields gehen. Oder aber wir holen uns erstmal das Lichtschwert. Oder Laserschwert? Was sagt ihr von den beiden Sachen immer? Ich habe richtig Bock drauf. Das wird unser erster mythischer Gegenstand sein. Über Wasser oder Meer macht mir jedes Mal Fortnite das Leben schwer. Ach, hör doch auf, du kannst nicht singen. Hey, wartet mal. Ich habe das Laserschwert hier auch schon mal bekommen. Hä? Bist du immer hier oder was? Nope. Komm, rück raus. Wir haben keine Zeit. Okay, da bin ich wieder zurück. Hab grad ein bisschen Lichtschwerttraining und so gemacht. War easy peasy. Bin jetzt ein Sith Lord. Hab aber trotzdem noch ein weißes Lichtschwert. Ich habe auch eure Kommentare gelesen. Ihr habt gesagt, dass die so in der Mitte von der Macht ist. Die ist so zwischen gut und böse. Aber ist böse doch viel cooler, Mann. Oh, oh, Achtung, Unfall. Einfach Kontrolle verloren. Auf der A57 sind wir unterwegs nach Frenzy Fields. Da ist der Gegner. Ey, was geht, Alter? Oh, oh. Noch ein Unfall gebaut? Ich meine, eine Waffe ist sogar leer. Komm her. Ey, das ist der Nosegehen. Was geht? Was hast du ohne mich so gemacht? Ey, ich bin euch ehrlich. Ich habe keine Chance gegen den, glaube ich, wenn das so weitergeht. Man muss halt mit dem Kopf denken. Mit 110 kriege ich einen Schuss ab. Ich bin sofort wieder tot. Keine gute Idee. Und ich will noch nicht sterben. Dafür ist dieser Skin hier einfach viel zu geil. Wie findet ihr den eigentlich? Ich sag euch ehrlich, der ist 20 von 10. Das ist einer der geilsten Battle Pässe überhaupt. Er sieht so böse aus, aber auch nur mit der Maske.
Die Maske wird dich jetzt fangen, mein kleiner Schüler. Spür die Lichtschwerter. Hau rein, Junge. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Boah, das wäre jetzt so wild, wenn wir die Pumpgun upgraden würden. Wir dürfen aber nicht. Eigene Regel und so. Soll nicht so einfach sein. Ist hier noch irgendwas Geiles? Hast du irgendwas dabei, mein Freund? Kannst ruhig die Wahrheit sagen. Ach so, und wenn du Pizza magst und jetzt mitessen willst, dann lass mal ein Like und ein Abo da. Ich würde auf jeden Fall jetzt, glaube ich, eine 4-Käse-Pizza nehmen. Was würdest du nehmen? Das Krasse ist halt auch, Pizza kann man immer essen. Morgens, mittags, abends, nachts. Es gibt keine Zeit, wo man das nicht essen kann. Das ist nicht mal cringe oder so. Okay, Leute, macht euch bereit. Wir holen uns jetzt eine mythische Waffe. Hoffentlich gibt es auch noch eine. Das Ding wurde noch nicht eingenommen. Das ist sehr gut. Der Schlüssel bewegt sich, warum auch immer. Ey, ich glaube, der hat gerade seinen Mate wiedergeholt. Oh, das ist nicht so gut für dich, aber gut für mich. Es werden 2 Free Kills werden. Achtung, Sonntagsfahrer-Wannabes unterwegs. Oh, wusste ich doch. Sonntagsfahrer. Der macht auch gerne mal Unfälle. Wir dürfen nicht so nah rangehen, sonst hören die das Auto. Wir werden jetzt einfach reinfliegen. Attacke. Ey, der fährt ja selber mit dem Auto. Ja, sei doch noch fauler. Fahr direkt da unten rein. Okay, vielleicht war das nicht meine beste Idee. Ich glaube, das war auch relativ laut. Der guckt sogar. Was geht? Hey, der steigt jetzt erst aus. Alles klar. No-Skin Fifi. Warst du überhaupt ein No-Skin? Komm in meine Arme. Ich bin der Level 200er Boss hier. Wenn du in den Tresor willst, musst du erst an mir vorbei. Oh, ich glaube, der hat gar keine Chance. Der Arme, der weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Der denkt, vorn? Hä, vorn ist woanders. Hä, ist er jetzt reingelaufen? Was war denn deine Mission, Mann? Wieso läufst du in mein Lichtschwert rein? Okay. Egal, wir müssen etwas wegwerfen. Ich würde sagen, das lassen wir hier. Wir nehmen mal diese Schallgedämpfte auf jeden Fall mit. Aber ich glaube, ich werde die nicht spielen. Das ist so eine schäbige Waffe irgendwie. Nachher ist sie wirklich voll gut. So wie dieses SMG. Komm schon, gib mir irgendwas Geiles hier drin. Eine MK wäre wirklich sehr, sehr schmackhaft. Die würde ich auf jeden Fall sehr gerne nehmen. Aber ich würde auch die Drumgun nehmen und eigentlich alles bis auf den Bogen. Ich hasse den Bogen. Komm, lass mich rein. Zeig mir die Macht. Und, oh Gott, das ist der Bogen. Und der Laser. Ey, wie viel Pech kann man bitte haben? Das sind wirklich die beiden schäbigsten Waffen, die man haben könnte. Ey, wartet mal. Raketen-Granate Launcher, wie auch immer, ist gar nicht so übel. Den könnten wir sogar mitnehmen. Ey, hier gibt es ja alles in Gold. Und Luftballons. Oh mein Gott, habe ich es ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ich wollte das schon immer mal testen, die Luftballon-Perk. Ich glaube, das könnte geil kommen. Die auf jeden Fall nicht. Welche Waffe würdet ihr jetzt mitnehmen? Links oder rechts? Schreibt schnell in die Kommentare rein. Ich nehme den Sigi und den Choppy hier mit. Aber ich mag diese Waffe nicht so. Ich glaube, die ist sogar stärker gemacht worden. Am Anfang dachte ich, die wäre richtig geil. Aber ich habe mich geirrt, wie immer. Ich will nicht gegen euch fighten. Sorry, Jungs. Ich muss leider los. Hoffentlich ist der Rift noch da. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung. Die Sniper wird gleich helfen mit den Ballons. Was sollen wir hier lassen? Oh, sollen wir das Lichtschwert hier lassen? Oder den Laser? Ich weiß es nicht. Ey, wer lädt mich denn jetzt hier ein, Mann? Ich habe keine Zeit, Junge. Ich muss da hier die 200er-Challenge machen. Das Auto ist auch noch immer blöd geparkt. Wie findet ihr mein Loadout gerade? Ist geil, oder? Nein, der Rift ist weg. Egal, wir fliegen jetzt einfach. Das Gute ist, wenn mich einer runterschießt, könnte ich das Lichtschwert benutzen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mythos nicht mehr. Ich glaube, das schützt aber vor Fallschaden. Wenn nicht, bin ich gleich tot. Ey, guckt euch mal diese Gewitterwolken da hinten an. Mega geil. Sie haben wohl einen Gegner. Ich will einen No-Scope 360 machen. Ich kann das. Ihr wisst doch, ich liebe Luftballons. Ah, es ist keiner in der Nähe. Euer Glück und mein Pech. Oh mein Gott, guck mal, was da gespawnt ist. 340 Meter, komplett goldene Sachen. Aber das werden wir niemals schaffen. Oh, no. Hey, guck mal, wen ich da gefunden habe. Onkel Lami-Bär, was machst du denn hier? Meint ihr, man kann den Boss hier noch irgendwo killen? Yo, da vorne. Da gehen wir als nächstes hin. Auf geht es, Luftballons. Tragt mich nach vorne. Oh, da schießt halt auf mich. Wer bist du? Willst du ein bisschen Ärger machen, hä? Willst du der Coolste in der Klasse werden? Nimm das hier. Mit freundlichen Grüßen von oben. Herr Abe. Bei dem geht gerade die Welt unter. Ich bin für dich sowas wie ein Meteorit ist. Boah, ich treffe ihn einfach nicht. Dein Ernst? Ey! Dann stirbst du halt so. Tschüss. Du wolltest Ärger machen. Ich wollte es nicht, aber den hast du bekommen, Junge. Aber wir müssen jetzt zu dem Bot hin. Ich brauche neue Waffen. Oh geil, da schießt der Nächste auf mich. Dein Ernst? Du bist aber dran für die Sniper jetzt. Es ist halt so schwer, damit zu treffen, ne? Ey, wir nehmen einfach Sigis Waffe. Geht die so weit? Ey, du bist ja sowas von eine Schmutzwaffe. Warum geht das nicht? Der Laser geht doch bis nach unten. Dann eben so. Explosionswaffe. Ey, der weicht ja alle in Sachen aus. Was ist das für ein Pro-Gamer? Dann bleibt er einfach stehen. Ja, okay. Das hat wohl keiner kommen sehen. Wartet mal, was macht denn der Bot da? Ich glaube, hier ist noch irgendwo einer. Das ist doch Kabi, mein Freund. Was machst du denn hier? Aufgeplatzt wie eine Pinata. Da kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Man könnte sogar sagen, der Typ ist wie ein Fortnite-Lama aufgeplatzt. Oh Gott, es geht wieder nach oben. Nichts hält mich am Boden, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden.
Hör doch einfach auf, Mann. Ey, diese Sigi- und Shoppy-Waffe ist sowas von Müll, Mann. Trifft ja gar keinen. Die ist einfach nur dafür gut. Auf nahe Entfernung ein bisschen Schaden zu machen auf mehrere Gegner. Wehe, macht den Luftballon kaputt. Dann sterbe ich nämlich. Und weg. Oha, er trifft ja mega gut. Chill mal gerade. Okay, du willst richtig Ärger haben. Erstmal die Pizza reinziehen. Und dann mache ich Chimichanga aus dir. War da noch einer? Oh oh, wieso hebe ich wieder ab? Das wollte ich doch überhaupt gar nicht. Ey, diese Luftballons nerven mittlerweile voll. Das wäre voll geil. Ist es aber überhaupt gar nicht. Das ist das nutzloseste Perk nach diesem Schlammzeug da. So, Kartengeber. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben die beste Heilung im Spiel. Und auch seine AR. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Sigis Waffe muss hier bleiben. Der Arme, der die aufsammelt und denkt, er hätte was Geiles gefunden. Er ist für immer verloren. Und das Geile ist ja, die Insel ist jetzt gespawnt. Also mit den Luftballons kommen wir da easy peasy hoch. Dann holen wir uns noch die Pumpgun. Irgendeiner schießt wieder auf uns. Ah, es ist keiner gewesen. Keiner greift mich immer an. Trau dich doch nochmal zu schießen. Hä? Hat der da auf mich geschossen? Alter, ich hab ihn direkt erkannt. Du bist der Täter einfach. So viele Konnenfolgen geschaut. Das hätte ich nicht gedacht. Ey, da schießt noch irgendeiner. Ich glaube sogar von der Insel auf mich. Erst bist du dran. Ey, ich treffe einfach nicht mehr. Ich bin Level 200 und ich kann einfach gar nichts. Ja, cool, Mann. Ey, der hat auch einen Luftballon. Du hast ja voll einen drauf bekommen. Was ist mit dir hier? Ey, diese Waffe ist einfach zu krank. Ich sag's euch. Ich liebe sie einfach. Die beste Waffe, die Fortnite jemals rausgebracht hat. Mit der MK natürlich. Aber ich rede jetzt von normalen Goldwaffen. So, jetzt gehen wir nach oben und unterhalten uns mal miteinander. Ob das so eine gute Idee war, hier runter zu schießen. Du legst dich gerade mit dem Vampir an. Ey, was ist das denn hier? Stell ich nicht. Wo chillt ihr, hä? Huh? Oh, die nehmen das Ding gerade erst ein. Euer Ernst? Wieso seid ihr noch nicht fertig? Ich habe euch doch genug Zeit gegeben. Kommt mal raus, ihr Camper. Oh, der ist da vorne. Das wird jetzt ekelhaft werden, glaube ich. Hä, chillt da unten. Bist du der mit dem Luftballon? Hat der einen? Hat auf jeden Fall ein Gewicht bekommen. Yo, der hat ein Luftballon-Duell. Ey, das wäre auch mal ein geiler LTM. Oh mein Gott. Okay, der ist doch nicht so geil, dieser LTM. Ich will ihn doch nicht mehr spielen. Kenn mich nicht, kenn mich nicht. Es ist so knapp gerade. Oh mein Gott, was passiert hier? Shaky Hands, sein Daddy. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Ich will nur noch weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr hier. Ich werde wiederkommen mit Luftballons. Ich will die nicht gewinnen lassen. Ich sag's euch. Wir gehen jetzt kurz runter und riften dann wieder nach oben. Ihr kleinen, ekelhaften. Ich sneak mich jetzt einfach wieder undercover da hoch. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe halt nur leider keine Heilung mehr. Es waren auf jeden Fall zwei. Guck dir den an. Fall runter. Let's go. Oh, da kommt der Nächste. Den könnten wir runterschießen. Mit der Machtfähigkeit. Hau rein, Junge. Es ist ein 1 gegen 1. Let's go. Perfekte Strategie einfach. Aber wo ist denn der jetzt? Ey, der ist doch jetzt nicht abgehauen da unten, oder? Kommt der andere wieder hoch? Das sieht schlecht für dich aus. Das sieht ganz schlecht für dich aus. Oh, der andere ist auch wieder da. Nein, wie hoch bin ich gerade? Das gefällt mir nicht. Ey, das ist so Leben am Limit gerade. Oh Gott. Stirb einfach. Wir haben es geschafft. Das könnten die beiden besten Spieler gewesen sein. 12 Kills am Start, 18 Leute noch am Leben. Wenn wir jetzt alle Leute killen, schaffen wir sogar eine 30er-Bomb. Und das Gute ist, wir kriegen jetzt noch eine mythische Pumpgun dazu. Hä, wo kommt denn die blaue Pumpgun hierher? Und da vorne liegt sogar noch eine lila, ne? Sollen wir die mitnehmen? Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, wir dürfen die nicht upgraden, aber ich würde es trotzdem versuchen. Ihr wisst doch, ich liebe diese Pumpgun einfach. Und die ist viel geiler als die mythische. Wir können ja tauschen. Lila Pumpgun gegen mythische. Wir müssen die halt nur noch kurz upgraden. Hä, was geht denn hier ab? Hier sind ja voll viele Gegner. Der ist schon mal weg. Numero uno. Numero dos. Oh, was passiert hier gerade? Einfach kurz spanisch gelernt. Da kommt deine Hexe an. Was macht ihr für Ärger? Meine ultimative Transformation ist da, Leute. Ihr seht es ja schon. Die Gegner haben keine Chance mehr. Was passiert hier? Ist das irgendwie die Vampir-Version jetzt oder was? Ja, da hinten geht's ja auch noch voll ab. Oha, wenn ich den auch noch killen sollte. Nein, der ist so One-Shot. Ich habe ihn nicht bekommen. Ja, da kämpfen noch jede Menge andere Leute. Was ist das hier? Ist das ein Schwimmbad geworden? Ich verstehe es nicht. Da hinten kommen die Nächsten. Rechts von mir ist noch einer wiederbelebt worden. Hier geht's ja richtig ab. Komm schon. Geh drauf, Junge. Da ist noch einer. Alter Schwede, wie viele? Der wurde mir gerade auch schon wieder geklaut. Ey, wir hätten locker schon 17 Kills haben können. Vielleicht sogar noch viel mehr. Da hinten sind auch noch mal welche. Was geht hier gerade ab? Okay, wir haben wieder einen. Uhu. Ey, Hauptsache, da ist schon wieder einer. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Die Schüsse kommen auf dich von oben. Keiner wird dich loben. Ja, bau dich doch zu. Ich hab was dagegen. Gönn dir den Grenade Launcher. Oha. Alles weggeschossen. Oh, er kommt. Er ist sauer auf mich. Und...
Ey, der hat den Laser? Der hat sich ja voll gefreut, dass er den hatte. Ey, dieser Sigi und Choppy Laser verfolgt mich einfach. Ich hab schon wieder Angst. Ich bin einfach viel zu hoch. Nächster genockt. Ey, was wird das für eine Runde werden? Da ist noch einer. Oh mein Gott. Was geht hier ab gerade? Ey, das ist die krankeste Runde ever. Guckt euch das an. 3 Kills in 3 Sekunden einfach. Junge, ich nehme hier alle auseinander. Das ist die finale Form hier einfach. Wir haben keine Chance. Alle tot, 21 Kills. Reiß dich zusammen, Wannabe. Das kann einfach eine 24er-Runde werden. Was machst du denn noch da? Captain Flauschibacke. Geil, den holen wir uns gleich. Ich will die Pumpgun noch upgraden. Schaffen wir das überhaupt noch? Das macht 5er-Ticks, glaube ich. Kann das sein? Oh. Ey, das war alles umsonst. Und ich laufe wieder Zeitlupe. Ey, ich habe wieder irgendwelche Glitches am Start. Ich kann dafür aber nichts. Ja, das war's, Leute. Das können wir vergessen. Die Pumpgun muss hier bleiben. Ich habe meine Regeln nicht gebrochen. Ich wollte die nur aus Spaß mitnehmen. Dann nehmen wir jetzt einfach den Granatwerfer als Pumpgun. 2 Gegner noch. Ey, ist er noch da drin? Sieht irgendwie nicht so aus. Hey, wo sind die? Das sind die letzten beiden. Das Geile ist, bis jetzt hat mich kein einziger runtergeschossen mit den Luftballons. Entweder sind die zu schlecht oder ich bin zu gut wie die. Kann ja auch sein. Wo seid ihr? Oh, oh. Wow, er schießt alles runter. Egal. Ich habe das Lichtschwert aktiviert. Mir kann nichts passieren. Ich bin tot. Was? Ich dachte, das schützt mich einfach. Nein, wir verlieren das Ganze noch am Ende. Ist das euer Ernst? Was habe ich falsch gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Oh mein Gott. Wie viele Kills waren es am Ende? 22. Freunde, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop zu benutzen. Am nächsten Mal gewinne ich wieder.